eine scharfe Kurve wartet. Ja, es ist beides anspruchsvoll, würde ich sagen. Ich habe auch einen Sturz gesehen, das sah nicht so schön aus. Das wollte ich jetzt nicht selber sein. Das ist natürlich nicht so ohne, wenn vor allem bei Olympischen Spielen, da darf ja irgendwie jeder mitmachen, auch der vielleicht auch 2 Wochen erst auf Skiern steht. Die sollten wir dann vielleicht doch nicht auf die Strecke lassen. Das heißt, dann ist das Gefahr, dass man sozusagen da reinrauscht und man, wie schnell sind Sie auf so einer Abfahrt? Ich weiß nicht, ich meine, es wird vielleicht nicht so schnell, aber die Kurven, die darf man halt auch nicht so schnell rum. Und ja, das ist halt dann auch nicht nur für uns, die vielleicht dann vielleicht in jemanden reinfahren, auch in die stürzen und sich vielleicht irgendein Bein brechen. Das ist nicht angenehm. Ist diese Anlage dazu geeignet, so ein bisschen Vorfreude auf die Olympischen Spiele zu entfachen? Ja, hier ist echt großartig. Also wir wohnen hervorragend in unseren Hütten. Und die Aussicht heute kann man auch genießen. Da ist ja auch viel zu sehen an Bergen. Und die Natur ist schon eindrucksvoll. Ich habe heute früh schon gesagt, gut, dass ich weitergemacht habe. Prima. Vielen Dank und toi, toi, toi für Samstag für den Sprint. Danke. Da haben wir nochmal den Zieleinlauf von Andrea Henkel. Ja, die Athletinnen wohnen zum größten Teil und die Athleten ganz in der Nähe der Anlage hier. In Hütten, das macht es einfacher. Aber auch da gibt es die ersten Nachfragen, ob das denn überhaupt reichen wird. 1, 2, 3 Athleten wohnen auch unten im Tal. Im nächsten Jahr dann während der Olympischen Spiele kommen die Langläufer hinzu. Das wird nicht reichen. Entweder da wird noch nachgebastelt und nachjustiert. Oder es wird dann wirklich für den einen oder anderen eine längere Anreise geben zu den Rennen. Vanessa Hinz, die wir bei dem letzten guten Schießen beobachten konnten. Auch die hatte keine ganz glatte Anreise. Musste aufs Gepäck warten, 5 Stunden lang. Dann auf die Waffe, dann war ihre Tasche nicht da. Eine, in der die Klamotten für die Rennen und das Training war. Aber wirkte eigentlich in den Tagen hier ganz entspannt, hat sich gefreut. Sehr viel Neues in diesem Jahr, sagt sie, ist mir widerfahren. Der Umstieg vom Langlauf zum Biathlon. Und hier können wir noch einmal einen Eindruck gewinnen, wie schwer sie sich hier getan hat in den Anstiegen der letzten Runde. Und sie hat die Nummer 78 und die überholt die 72. Also sie ist deutlich schneller als die Holländerin Sloof. Auch eine recht junge Sportlerin, die wurde auch schon mal Juniorenweltmeisterin. Und Vanessa ist einfach noch jung und unerfahren in diesem Biathlon-Geschäft. Und sie braucht einfach jetzt noch die Zeit. Und jetzt weiß sie, wo sie steht, wo sie arbeiten muss. Ja, aber insgesamt für sie ein überragendes Jahr, hat sie nochmal betont, was alles da auf sie eingestürzt ist, inklusive der Erfolge und dass sie jetzt plötzlich hier steht und mittun kann. Momentan ein 42. Rang, also außerhalb der Punkteränge, bis zu Platz 40 werden ja Punkte verteilt und da ja Domracheva hier im Gespräch mit der Mannschaftskollegin dehnt sich schon nebenbei wieder ein wenig. Ja, ja. Schon wieder in der Regeneration, wie auch Miriam Gössner, die aber noch schnell vorbeigekommen ist bei Nils Karpfen. Ja, Miriam, Sie waren eine der wenigen, die gestern gesagt haben, diese Strecke ist super, das ist genau meine. Viele haben ja gesagt, oh, ist die hart, ist die brutal. Jetzt sind Sie läuferisch gut durchgekommen, aber es stehen wieder 6 Schießfehler da. Mit welchem Fazit endet dieser erste Renntag hier in Sochi für Sie? Ja, ich kann mir die Fehler eigentlich gar nicht so wirklich erklären. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gehabt beim Schießen und kann mir nicht vorstellen, dass die Fehler grob oder weit weg waren. Und von dem her versuche ich einfach das gute Gefühl vom Liegenschießen und von der Strecke mit in den Sprint zu nehmen und da dann einen richtig tollen Wettkampf zu machen. Haben Sie das gemerkt unterwegs, dass Sie sehr viele Vorteile haben auf der Strecke, auf diesen vielen wirklich gemeinen Anstiegen? Ich bin 1, 2 zu Fuß hochgegangen. Sie sind wirklich kräftig. Ja, ich laufe halt gern Berge. Das liegt mir mehr wie dieses, wie im Flachen zu laufen. Und klar, die Form ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gut, wie sie bis vor 2, 3 Wochen war. Ich bin jetzt einfach ein bisschen müde und habe mich heute auch nicht mehr ganz so spritzig gemerkt. Und ich denke aber, dass es alle ähnlich gehen wird. Und für nächstes Jahr bin ich dann wieder topfit hier am Start. Und ich freue mich richtig drauf, weil das wirklich schwere Strecken sind. Und wie gesagt, das kommt mir sehr entgegen hier. Und auf das freue ich mich dann einfach. Nadine Heuchler war gerade da und hat gesagt, sie wird im Sommer das mit dem Laufen hoffentlich hinkriegen. Gilt das bei Ihnen fürs Schießen?
Auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe im Schießen in dieser Saison und ich weiß, dass ich noch ein nächstes Jahr auch machen kann. Und auch im Laufen weiß ich, dass ich noch einiges habe, was ich mir verbessern kann und wo ich noch einen Schritt nach vorne machen kann. Und von dem her ist das das Hauptaugenmerk nächstes Jahr und da werde ich dran arbeiten und alles dafür tun. Und ja, dann will ich nächstes Jahr hier topfit am Start sein. Vorher gucken wir noch, was Samstag im Sprint drin ist. Vielen Dank. Ja, und während wir hier die Studie sehen, ist doch klar, am Ende einer langen, langen Saison, noch dazu bei ihr mit der Doppelbelastung der nordischen Skiweltmeisterschaften, sind die Athletinnen und auch die Athleten schon müde, völlig klar, nicht mehr auf dem höchsten Stand des Leistungsvermögens und dann eben bei einer solchen Strecke noch dazu und dann eben mit dem längsten Rennen, dem Einzel, gleich mal gefordert zu sein. Das kostet Kraft und entsprechend ausgepumpt landen sie hier im Ziel. Karin Oberhofer, die Italienerin, hat es geschafft. Da haben wir die Siegerin des Tages. Also dritter Weltcupsieg für diese Saison. Massenstart-Weltmeisterin. Einen Sprint in Hochfilzen hat sie gewonnen. Und jetzt also dieses Einzel zum Auftakt des Weltcups hier der vorolympischen Saison, Daria Domracheva. So, Daria Domracheva ist da. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Saisonsieg. Ich bin mal gespannt, wie diese Strecke sich für Sie angefühlt hat. Congratulations for the second win in this winter. We've been talking a lot about this track. What is your opinion about it? Is it so hard than everybody told us? Yeah, this track is really hard, and today I take a little bit care on first loops to have a little bit more power if I need it on last loop. And yeah, my practice today showed me that yeah, I really need it on last loop, and I use this power on last. But this track is really hard, and specific of this track is really difficult relief, these big uphills, and also working downhills that you not relax it in the max skull and you should always take care. Ja, sie sagt gerade, die Strecke ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das, was wir vorher auch schon gehört haben. Und sie sagt, sie hat Kräfte gespart in den ersten Runden, um dann wirklich in der letzten Runde noch mal ein bisschen zulegen zu können. Und auch das, was unsere Experten schon erwähnt haben, hat sie bestätigt. Auch auf den langen Abfahrten kann man sich überhaupt nicht ausruhen. Und die Muskeln sind immer unheimlich angestrengt. Das macht die Sache sehr, sehr anstrengend. Wollen wir noch mal gucken, ob sie das für eine prima Olympiastrecke hält. Next year we will have the Olympics here. Do you think it's a good one for having Olympic Games on it? Yeah, I think it's most difficult track in the world. Yeah, to be more sure, it's most difficult track for me what I tried. And I think an Olympic Games will be not easy here, like now it's not easy competition for us. But yeah, I hope. Yeah, for sure. Okay, thank you very much for visiting us. Thank you and congratulations, Daria Domracheva. Ja, sie sagt, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit im Moment für sie. Fühlt sich das natürlich gut an, aber es ist tatsächlich die härteste Strecke der Welt, die sie je erlebt hat. Und ob das für Olympische Spiele so gut ist, im Moment sagt sie, ja, mir passt es ganz gut. Und deshalb sind eben auch die Besten vorne. Daria Domracheva also gewinnt diesen abschließenden Einzelwettbewerb hier in Sochi vor Olga Saitseva. Tora Berger sichert sich die Disziplinwertung im Einzel. Andrea Henkel dann leider vom Podest gepurzelt. Vierter Rang, starkes Ergebnis von Magdalena Quiston. Auf dem fünften Rang auch Susan Dankley bemerkenswert als Siebter eingekommen am Ende dieser strapaziösen 15 Kilometer. Auf dem 21. Platz Nadine Horchler, 28. dann Efi Sachenbacher-Steele, 29. Franziska Hildebrand, auf 34. Miriam Gössner und 43. Vanessa Hinz. Damit zurück zu Alex und Sven. Ja, Christoph, und wir schließen uns den Glückwünschen für Daria Domracheva natürlich an. Wirklich ein tolles Rennen. Sie hat gesagt, eine der härtesten Strecken, die sie je erlebt hat. Nils Kerber hat doch gerade gefragt, ist das olympiawürdig fürs kommende Jahr? Wie ist deine Meinung?
Also olympiawürdig ist es. Die Strecken sind sehr hart. Man könnte vielleicht, wenn man mehr Platz hätte, hätte man die Runden oder den Verlauf mehr in die Gerade legen können, dass die Anstiege mehr sichtbar sind. So schlängelt sich das doch ganz schön durch. Aber egal, wie wir alle klagen, alle Athleten müssen laufen. Und wir haben gesehen, es gibt einen Sieger und die setzt sich dann halt da durch. Und da wollen alle hin. Mhm. Wir wollen natürlich auch noch einmal Tora Berger gratulieren. Gesamtweltcup hatte sie schon in der Tasche. Jetzt die kleine Kristallkugel im Einzel hat sie gewonnen. Wir haben das vierte Schießen noch mal für sie vorbereitet. Herbert Fritzenwenger hat es auch gesagt, sie schaffte es wirklich wie kaum eine andere, sich auch dieses Rennen so einzuteilen, dass sie am Ende beim vierten Schießen noch konzentriert sein kann. Ja, und das ist auch eigentlich das Wichtigste, dass man mit Zunahme der möglichen Treffer dann auch wirklich die auch sichern kann. Und sie schafft es wie keine andere in dieser Saison, diese Stärke zusammenzuhalten. Man hat nicht den einen Tag wie den anderen, dass das immer so klappt. Deshalb mit nur einem Fehler, das war hervorragend, wenn man bedenkt, dass nur drei Athletinnen fehlerfrei waren heute. Klingt für mich eigentlich ganz einfach, ne? Dass man sich irgendwie das Rennen einteilt. Man hat Erfahrung, man hört auch, man weiß, wie sein Körper reagiert. Warum gelingt das dann anderen nicht so gut? Ja, weil so viele Einflüsse kommen. Man kommt Einfluss von außen, man selbst setzt sich selber unter Druck oder hat das Gefühl, man hat auf dieser Runde noch nicht in dieser Geschwindigkeit laufen können, dass man sich das Gefühl erarbeitet, welcher Anstieg, wo gebe ich die Kraft. Mhm. Aber das macht es auch wieder interessant und das reizt einen, dass man sagt, ich möchte es denn schaffen. Und wie gesagt, wir haben auch mit Andrea Henkel im Vorfeld gesagt, sie geht mit in diesen Kampf und sie hat eigentlich auch ein hervorragendes Rennen geliefert. Dann reden wir gerne nochmal über Darja Domracheva, der wir immer unglaublich gerne beim Laufen zugucken, weil es so ästhetisch und schön aussieht. Und vor allen Dingen ist es auch sehr schnell, wenn man bedenkt, dass sie hier gewonnen hat, obwohl sie zwei Schießfehler hatte. Ne? Sie war sehr schnell und wenn man bedenkt, dass sie so schnell gelaufen ist, nicht nur in der Abfahrt sehr gut gefahren ist, wie man hier schön sehen kann in der Einstellung der Slow Motion. Ja. Und es ist so, dass sie 1:30 vor der zweitschnellsten, nämlich der Miriam Gössner, war. Und das ist schon eine Wucht. Und das zeigt auch, mit was für einem Abstand sie hier diese Elite auch bestimmt oder auch die Dominanz hat. Und es zeigt auch, dass in diesem Feld heute ein großer Abstand zwischen den Athletinnen war. Wenn man bedenkt, ich glaube, der schlechteste ist, glaube ich, 3 Minuten zurück. Und im Einzel, habe ich mal geschaut, zur Weltmeisterschaft waren es knapp 3 Minuten. Also es ist schon etliches. Okay, bevor wir gleich über die deutschen Damen reden, wollen wir noch Franziska Hildebrand hören im Interview bei Nils Kaben, das wir allerdings aufgezeichnet haben. Also steht jetzt nicht mehr live da. Ja, auch Franziska Hildebrand hat ihre Premiere hinter sich auf der Olympiastrecke. Wie ist Ihnen der Gang unterwegs? Bei mir ging es heute wahnsinnig zäh. Ich habe mich auf der Strecke einfach schlecht gefühlt beim Laufen. Am Schießstand versucht, alles richtig zu machen. Gut, der eine Fehler liegend. Schade. Ja. Aber es ist schon eine harte Strecke und wenn es einem dann mal nicht ganz so gut geht, dann merkt man es doppelt und dreifach. Ist das auch so ein Rennen gewesen? Die Trainer haben uns vorher gesagt, das soll man ganz, ganz ruhig angehen, eher so im Trainingsmodus. Haben Sie das so getan? Ja, genau das habe ich auch versucht, dass ich eben versucht habe, 5-mal gut über die Runde zu kommen. Aber ich habe schon von Anfang an gemerkt, okay, heute wird es ganz, ganz zäh und naja, ich habe es versucht, noch drüber zu retten. Danke, Mich. Danke. Sven, Andrea Henkel ist beste Deutsche auf Rang 4, wie sie überhaupt eine wirklich beeindruckende Saison hingelegt hat. Dritte, glaube ich, immer noch im Gesamtweltcup, also dann als beste Deutsche im vergleichsweise hohen Biathlon-Alter. Wirklich beeindruckend, ne? Oder überrascht dich das vielleicht gar nicht so? Also auf der einen Seite ist beeindruckend, dass sie es wieder geschafft hat, so nach vorne zu laufen. Auch vom Laufen her war sie in dem Bereich mit dabei, dass man sagen kann, auch ähnlich wie Tora Berger und nur ein Schießfehler. Und das ist eigentlich auch eine gute Ausgangssituation, dass man sagt, okay, ich habe diese Strecken erlebt, auch im Wettkampftempo. Und wir sehen hier auch das Stehenschießen, das zweite Stehenschießen, genau. Wo nur dieser eine Fehler passiert ist. Und diese Konzentration für Treffer ist ja deutlich zu spüren. Und hier sehen wir nämlich, dass sie noch ein bisschen kämpft, ein bisschen wartet. Ne? Also sie hat sich auch wirklich dieses Schießen auch erarbeitet, auch wenn der jetzt vorbeiging, weil dieses Einzelrennen geht über das Schießen. Und wir haben es heute gesehen, einfach nur viele Fehler, das reicht nicht und die Strecke ist sehr hart, da muss man auch drüber wegkommen und dann ist es umso schwerer, auch stehen zu schießen. Letzte Frage zu Miriam Gössner. Sie hat gesagt, es sei ihre Strecke. Wir können festhalten, ihr Schießstand ist es noch nicht. Ja, noch nicht. Aber wir haben auch gesehen, eine Kaiser Meckerein, die sehr schnell gelaufen ist, 3-mal fehlerfrei im Schießen unterwegs war und hat auch zum Schluss nochmal 2 hängen lassen. Und wir sehen, es ist einiges noch am Arbeiten. Aber dieses Gefühl auf der Strecke ist das eine und dann es umzusetzen am Schießstand ist das andere, dass ich eben nicht zu schnell ranlaufe oder auch wie Miriam für sich mal gesagt hat, ich laufe vielleicht manchmal zu langsam ran. Das muss man immer wieder neu erarbeiten und wenn man es mal geschafft hat, muss man sich die wenigen guten Dinge merken für das nächste Mal. Ist auch noch ein Jahr Zeit bis zu den Olympischen Spielen. Sven, dann lieben Dank bis hierhin. Das waren also die Damen.